Die Zigarette ist ihr Markenzeichen. Elvira Bach, Ausnahmekünstlerin aus Hessen, geboren in Neuenhain im Taunus am 22. Juni 1951. Die Ähnlichkeit der Künstlerin mit den Motiven ihrer großflächigen Bilder ist unverkennbar. Elvira Bach ist eine international gefeierte Künstlerin. Ich wollte ja von Anfang an schon irgendwo als kleines Kind irgendwie schon Malerin werden und habe irgendwie auch schon als Kind irgendwie ein kleines Atelier unterm Dach gehabt. Das heißt Atelier, einen kleinen Raum, wo ich gemalt habe und anschließend meine Arbeiten an die Wand gehängt habe. Im Rathaus der Stadt Kelkheim, unweit ihres Geburtsortes, werden die bunten, großen Bilder von Elvira Bach jetzt ausgestellt. Ein Querschnitt ihrer Kunst. Von Anfang an immer Frauenporträts und nichts anderes. Ja, und es wird mir auch nicht langweilig. Das ist ein großes Thema. Ich glaube, irgendwo, ich bin irgendwie aufgefallen, da ich irgendwo die Frau in den Vordergrund gestellt habe, in den Mittelpunkt gestellt habe, an die Rampe. Seit Anfang der 70er Jahre lebt die Künstlerin in Berlin, studiert dort Malerei, arbeitet als freischaffende Künstlerin. Aber auch Elvira Bachs Heimat, der Taunus, ist wichtig für ihre Kunst. Ich bin hier aufgewachsen und habe hier meine Kindheit verbracht, was ich damals irgendwie aufgenommen habe. Die Farben der Früchte und Blumen und diese schöne Kindheit, die ich erlebt habe, die ist so tief in mir. Davon schöpfe ich immer noch. Seit neuestem beschäftigt sich die Künstlerin mit Skulpturen aus Murano-Glas. Der Plenarsaal im Kelkheimer Rathaus ist extra für die riesigen Bilder von Elvira Bach umgebaut worden. Daheim wird die bald 65-jährige Künstlerin sehr geschätzt, obwohl sie schon lange nicht mehr hier lebt. Wir freuen uns, dass sie sozusagen als Botschafterin ihrer Jugendzeit den Taunus hochhält, sich bei allen passenden Gelegenheiten gerne daran erinnert und ich meine auch in manches ihrer Werken Anleihen an unsere schöne Region zu entdecken. So voll ist es im Rathaus sonst nicht. Kunstfans aus ganz Deutschland zieht es zur Vernissage nach Kelkheim. Dass sie erstklassig und mit den Farben brillant umgehen kann. Das ist einfach wunderbar verrückt. Ich mag die Bilder sehr. Elvira Bach hat schon früh ihren Stil gefunden und ist ihm treu geblieben, obwohl sie am Anfang kaum von der Malerei leben konnte. Das muss man nur wollen und machen und durchhalten. Und das hat sie. Bis zum 26. Juni bleibt die Kunst der Elvira Bach im Kelkheimer Rathaus.